Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das letzte Video oder beziehungsweise das vorletzte mit Paul Unterleitner kam wie zu erwarten mal wieder grandios an. Die meisten Dislikes seit 20 Videos, aber hey, Likes sind Likes, egal in welche Richtung sie gehen. Heute geht's mal um einen anderen Fitness-YouTuber, der ein bisschen bekannter ist. Mir tatsächlich aber bis vor, sagen wir mal, 6 Monaten, 4 Monaten, als diese Liegestütz-Challenge so hoch im Kurs war, mir gar nicht bekannt war. Und zwar Sascha Huber, wie ihr es wahrscheinlich schon gelesen habt. Er hat letztens ein Video rausgebracht, das heißt, die 10 Lebensmittel solltest du nicht essen, wenn du ein Sixpack willst. Und da ich ja schon die ein oder andere Diät in meinem Leben gemacht habe und das Ziel hatte, ein Sixpack zu bekommen, beziehungsweise meinen Körperfettanteil sehr niedrig zu halten oder niedrig zu bekommen, ja, denke ich mal, habe ich da eine ganz gute Expertise und kann dann mal meine Meinung zu kundtun, weil eigentlich vorab, es gibt keine Lebensmittel, die man nicht essen darf oder nicht essen sollte in der Diät, ja. Du solltest die Diät machen, die du am besten durchziehen kannst. Aber wir starten, denke ich mal, gleich ins Video rein. Das ist, denke ich mal, das Beste. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar... Okay, also... vorab, da kann ich mir nur eine Scheibe von abschneiden, denn der gute Junge, und das sieht man ja eigentlich schon in den ersten 5 Sekunden, ist wirklich höchst entertaining und weiß, wie man gute Laune verbreitet. Ich denke mal, das ist auch einer seiner größten Erfolgsgeheimnisse, dass er wirklich sagt, hey, ich habe wirklich die Euphorie, ich bin so ein Mensch, ich will meine Happiness nach außen strahlen und der gibt in jedem wirklich, der gibt in jedem Video wirklich Vollgas und versucht da wirklich, ja, sein Lächeln auf die Lippen der Leute zu zaubern. Und diese aufgedrehte, fröhliche Art und Weise schaut mir natürlich gerne zu und dementsprechend bin ich da wirklich von überzeugt, dass es einer seiner USPs ist. Muss mal gucken, dass ich heute schaffe. Zeige ich euch 10 Lebensmittel, die ihr auf jeden Fall vermeiden sollt, wenn ihr ein gutes, definiertes Sixpack aufbauen wollt, beziehungsweise Fett verlieren wollt. Aber vor allem auch, wenn ihr lange und gesund leben wollt, das ist noch viel wichtiger, Freunde. Haltet euch jetzt ganz gut fest, denn wir starten direkt los mit Lebensmittel Nummer 1, und zwar Softdrinks. Freunde, dieses Glas... Also vorab, bevor wir jetzt zu den Softdrinks kommen, ich denke mal, natürlich ist die Ernährung ziemlich wichtig und natürlich solltest du jetzt nicht nur Burger, McDonalds und gefrittiertes Zeug in dich reinstopfen und kein Gemüse essen. Solltest du natürlich nie tun. Dennoch wirkt es jetzt schon so auf den Zuschauer, der keinen Plan davon hat, boah, ich darf das und das nie essen, sonst passiert das und das. So, und das ist einfach Schwachsinn. Du darfst alles essen. Alles. Solange du genug Sport machst, solange du dich auch ausgewogen ernährst und solange deine Ernährung sich nicht nur auf ja, das beschränkt, ist da wirklich gar kein Problem vorhanden, meiner Meinung nach. Und naja, wir gucken einfach mal weiter. Vielleicht revidiert er ja seine Aussage. Hat 400 Milliliter. Wenn ich dieses Glas hier mit Cola füllen würde, dann würde das 42,4 Gramm Zucker entsprechen. Seht ihr, wie viel das ist? Also ich versuche das Ganze jetzt mal da reinzugeben. Also Freunde, Getränke gilt es wirklich nur in Maßen zu trinken und ich glaube, ich werde da gar nicht fertig, denn das sind so viele Teelöffel. Checkt das mal aus, das hört einfach nicht mehr auf. Da ist noch mehr als genug da. Das ist einfach unglaublich, wie viel... Okay, also klar, natürlich versucht das da möglichst anschaulich zu gestalten. Ich denke halt nur, Zucker ist ja primär nichts Schlimmes, ja. Das muss man sich erstmal ganz klar machen, weil Zucker ist noch nicht, auch nicht anderes als Kohlenhydrate, Monosaccharide und die im Endeffekt dem Körper nicht anders vorkommen, als wenn nur ein Vollkornbrot ist. Natürlich braucht er länger, um diese langkettigen Kohlenhydrate dann zu verdauen und zu spalten, aber im Endeffekt kommt alles in Form von einfach Zucker im Hirn, im Körper an und da macht dein Körper eigentlich keinen Unterschied. Klar, Insulinspiegel rauf und runter, aber da ist dann wieder meine Meinung, hey, wenn du dich dann halt nicht, ja, im Zaum halten kannst und nicht sagen kannst, ich gönne mir jetzt mal was und dann ist auch gut, ist natürlich die Frage, ob man sich dann lieber nicht nur von Reishähnchen und Brokkoli ernährt, um den Insulinspiegel da ruhig zu halten. Aber das ist individuell abhängig und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Zucker böse ist oder nicht, meiner Meinung. Zucker dann wirklich in nur einem Glas
Cola drin ist, also für mich einfach immer wieder unfassbar, wenn ich mir das so veranschauliche. Einfach wirklich nur noch heftig. Aber auch Fruchtgetränke gilt es nur in Maßen zu sich zu nehmen. Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen Fruchtsaft, der zu 100% aus gepressten Orangen oder Äpfeln ist, und zwischen Nektar bzw. Fruchtsaftgetränken. Denn der geforderte Fruchtanteil liegt bei Fruchtsaftgetränken nur zwischen 6-30%. Und darin landen natürlich auch jede Menge Zusatzstoffe wie Farbstoffe und künstliche Aromen und natürlich auch jede Menge Zucker. Aber auch hinsichtlich des 100%ig frisch gepressten Fruchtsaftes gilt es nicht zu übertreiben. Denn das Problem dabei ist, dass bei der Produktion durch Erhitzung und so weiter sehr viele Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter natürlich verloren gehen. Mineralstoffe wie Calcium und wichtige Nährstoffe, die man eben in der ganzen Form noch hat, gehen dabei einfach verloren. Was? Okay, hat er wahrscheinlich, oder hat er ziemlich sicher recht, ist so. Ich frage mich jetzt halt nur, was hat das mit dem Titel zu tun? Mineralstoffe, Vitamine etc. werden dir nicht dabei helfen, ein Sixpack zu kriegen. So, da ist einfach das Fett, was über den Bauchmuskeln ist, entscheidend, und das erreichst du durch ein Kaloriendefizit, Punkt. Und dann ist egal, wie du dieses Defizit erreichst. Wiederum einfach zusammenhangslose Aussage, finde ich jetzt. Bleibt es die Fructose, und die ist ohne die ganzen Vitamine, Ballaststoffe und so weiter, die man eben im ganzen Obst findet bzw. im Fruchtfleisch noch findet, ungesund. Also ein kleiner Hinweis: Kristallzucker bzw. Haushaltszucker besteht zu 50% aus Fructose und zu 50% aus Glucose. Da hat jemand im Chemieunterricht aufgepasst. Ja. Super. Da haben wir zur Hälfte Fruchtzucker drin. Aber ganz wichtig zu erwähnen ist, Freunde, dass die Dosis das Gift macht. Das heißt, ich finde, wenn man etwas lecker findet und man es sich hin und wieder gönnt, dann sollte man dabei auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Gut, da revidiert er natürlich sehr viel von dem, was er gerade eben gesagt hat. Absolut richtig. Dosis macht das Gift. Ich denke halt nur, sein Kaloriendefizit kann man auch durch 90% Kohlenhydrate und Einfachzucker erreichen. Ob das jetzt dann im Endeffekt doch langfristig gesund ist, für die Zähne, für den Blutzuckerspiegel, der immer wieder rauf und runter geht, ist halt wiederum die Frage. Ich denke halt nur, solange du Sport machst, sportlich aktiv bist, ist es auch weniger bedenklich, als wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch sitzt. Körper kann das auch locker wegstecken, es sollte nur nicht zur Routine werden. Und weiter geht's mit Lebensmittel Nummer 2, und zwar Frühstücksmüslis. Die sehen oft sehr, ja, gesund aus, sehr lecker aus, Erdbeer-Schokomüsli. Da glaubt man erstmal gar nicht, durch die ganzen Erdbeeren, dass man da so viel Zucker drin hat. Und genau das ist das Problem, denn wir haben hier bei einer 150 Gramm Portion 37 Gramm Zucker drin. Also ich finde ja persönlich, sobald man sich eben veranschaulicht, wie viel Zucker da wirklich drinnen ist, vergeht einem auf so zuckerhaltige Müslis wirklich der Appetit. Und genau deswegen zeige ich es euch auch. Denn Freunde, so eine Jesus! Dieser Typ! Wie kann man denn einfach so eine fucking gute Laune haben? Das ist unfassbar. Also. Zucker morgen müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Denn Zucker hat nicht nur auf unsere Gesundheit enorme Folgen, sondern auch auf unseren Muskelaufbau bzw. Fettabbau. Denn ein hoher Blutzuckerspiegel führt einfach dazu, dass wir viel leichter Fett im Bauchbereich einlagern und auch viel schwerer darauf zugreifen können. Und das nächste Problem, das sich daraus ergibt, ist eigentlich ganz klar, und zwar, wenn der Körper nicht auf die Energiereserven zugreifen kann, dann sendet natürlich das Gehirn wieder Hungersignale aus. Das ist einfach ein kompletter Teufel. Also, ich bin kein Biologe und ich bin auch kein Science-Based Fuzzi. Ich denke halt nur, er bricht halt sehr stark runter und spricht die ganzen Anfänger an, sage ich mal, die sich darunter noch gar nichts vorstellen können. Weil ob man jetzt dadurch Fett am Bauchbereich anlagert, will ich stark bezweifeln. Er will da wahrscheinlich mit sagen, hey, wenn deine Glykogenspeicher einfach so voll sind, dann wird dein Körper erst daran gehen und dann ans Fett. Und dementsprechend ist einfach Zucker da eine Energiequelle, die deinem Körper sagt, hey, geh erst daran und nicht sofort an die Reserven, die du halt eigentlich abbauen willst. Und das macht die ganze Sache einfach schwieriger, Fett abzubauen. Aber an sich ist die Aussage so auch nicht richtig, weil Fett am Bauchbereich, wo du dein Fett anlagerst, ist im Endeffekt genetisch bedingt und hat nichts damit zu tun, ob du jetzt viel Zucker isst oder nicht. Naja. Weil Zucker noch dazu süchtig macht und Diabetes und Krebs zum Beispiel verursacht. Jesus! Das ist doch Panikmache hoch 1000. Verursacht Krebs und Diabetes. Also tut mir leid. Tut mir leid, das kann man nicht so stehen lassen. Das ist also bestimmt auch eine Ursache davon, wenn bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind, aber nicht allgemein. Nur mal so zur Aufklärung.
unsere Darmflora zerstört und dadurch unser Immunsystem schwächt, was uns natürlich anfälliger für Krankheiten macht, was wiederum zu Trainingspausen führt. Und natürlich sorgt Zucker auch für eine unreine Haut. Aber ich betone nochmal, die Dosis macht das Gift. Und als kleiner Richter freuen die WHO, also Weltgesundheit. Aber ich finde es auch nicht richtig, wenn er jetzt zu jeder Aussage sagt und es relativiert, die Dosis macht das Gift. Erst verallgemeinert er und dann sagt er, oh, die Dosis macht das Gift. Natürlich macht die Dosis das Gift, auch bei Koks, die Dosis macht das Gift. Auch bei, okay, war vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt. Die Organisation empfiehlt einem durchschnittlichen Erwachsenen 5 bis 10 Teelöffel Zucker am Tag. Das, Freunde, sind 10 Teelöffel Zucker. Auch hier, tut mir leid. Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate, Zucker sind auch nur Kohlenhydrate. Heißt nicht, dass du nur 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen darfst. In einem großen Glas Orangensaft oder Cola haben wir bereits diesen Bedarf gedeckt. Oder eben auch mit einer guten Portion Frühstücksmüsli. Das finde ich wirklich heftig. Und drittes Lebensmittel, Freunde, und zwar Fleisch aus Massentierhaltung. Damit die Tiere wie zum Beispiel Hühner, Schweine oder Kühe schneller wachsen und sich so eben mehr Fleisch verkaufen lässt, stopft man sie mit Hormonen und Medikamenten zu. Und diese Hormone und so weiter werden natürlich vom Tier aufgenommen und wir essen es dann. Und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und viertes Lebensmittel, bei dem ich persönlich ehrlich gesagt glaubte, dass es gesund ist, weil ich bin als Kind durch die Geschäfte gelaufen und dachte mir so, ein Fruchtjoghurt, ein Erdbeerfruchtjoghurt oder ein Bananenjoghurt, das gönne ich mir, das muss doch gesund sein. Aber wir haben auf 500 Gramm 60 Gramm Zucker. Das, Freunde, sind 60 Gramm Zucker. Ja, aber auf 500 Gramm. Wer isst denn 500 Gramm Joghurt? Tut mir leid. Jesus. Ich meine, hey, ja klar, Joghurt hat viel Zucker, vor allem Fruchtjoghurt, ist ja logisch. Aber dementsprechend ist auch nicht schlecht. So. Ist nicht so. Allein das Beispiel, ich habe in meiner Wettkampfdiät jeden Tag Eis gegessen. Ich habe mir jeden Tag Sorbet reingehauen. Was nur aus Wasser und Zucker besteht. Habe ich eine krasse Form gehabt am Ende? Natürlich habe ich eine krasse Form gehabt. Ging es mir gut? Natürlich. Und das waren 500 Gramm, das waren bestimmt 100 Gramm purer Zucker auf einmal. Habe ich deswegen irgendwie schlechte Haut gekriegt? Ging es mir irgendwie scheiße? War das ungesund? Nein. Ne? Also ihr versteht, welche Message ich rüberbringen will. Sascha Huber ist ein cooler Typ und er hat bestimmt auch Plan von dem, was er macht. Sonst wäre er nicht so erfolgreich und sonst würde er auch nicht so aussehen, wie er aussieht. Ja, aber manche Sachen finde ich doch so ein bisschen Panikmache-mäßig und wenig relativiert. Ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann, aber das ist extrem, extrem viel Zucker. Aber auch in der Schule gab und gibt es ja auch immer noch so viele Milchprodukte zu kaufen. Jetzt nicht nur Fruchtjoghurt, sondern auch zum Beispiel so eine Schokomilch oder eben auch Erdbeermilch. Und ich glaubte einfach lange, dass es gesund ist. Aber gesund ist definitiv was anderes. Jetzt würde mich interessieren, gibt es das eigentlich immer noch? Was gibt es bei euch in der Schule zu kaufen? Beziehungsweise, was gab es bei euch in der Schule zu kaufen? Gibt es da auch so Müllermilch oder Erdbeermilch? Und so weiter zu kaufen, schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentarbox. Also ich persönlich habe mir wirklich sehr oft so eine Vanillemilch gegönnt, so ehrlich muss ich sein. Also macht euch ihr eigenes leckeres Joghurt, das auch in einer Minute fertig ist. Zum Beispiel haben wir hier Skier, das sind auch nur so nebenbei erwähnt 500 Gramm. Also auch so ein 500 Gramm Fruchtjoghurt ist schnell mal ausgelöffelt. Aber lasst das gezuckerte Fruchtmüsli weg, Freunde, und nehmt lieber Skier gemischt mit gesunden, frischen Obst zum Beispiel, wie das mega gesund. Naja, man muss halt auch sagen, Fruchtjoghurt kommt meistens in so 150 Gramm Bechern und Skier kommt halt, oder Magerquark immer in 500 Gramm Bechern. Heißt nicht, dass alle immer ein Skier auf einmal essen und kann man nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Also ausgewogene und perfekte Muskelaufbau Müsli bzw. Joghurt aussieht, das habe ich euch bei meiner Morgenroutine gezeigt. Also dieses perfekt ausgewogene Müsli mache ich mir jeden Morgen, Freunde. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Ihr werdet es lieben. Fünftes Lebensmittel, und zwar Fertiggerichte bzw. Essen aus der Dose. Damit es immer extrem lange haltbar gemacht werden kann, gibt man viele künstliche Zusatzstoffe mit rein. Außerdem bleiben durch dieses Verfahren wenige Vitamine über und man hat sehr viel Salz und Zucker drin. Also wirklich gute Nährstoffe werden uns im Körper da kaum geliefert. Das heißt, soweit es möglich ist, auf Fertigessen bzw. Fertigprodukte verzichten. Finde ich auch schwierig, denn ganz ehrlich, zum Beispiel eine Pizza, die hat auch nichts anderes als drei Makronährstoffe drin. Die hat Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und je nachdem, was für ein Belag drauf ist, wenn da viel Gemüse drauf ist, wenn da eine gute Tomatensauce mit Kräutern drauf ist, kriegst du da auch alle Mikronährstoffe, die du in einer Portion von anderem Essen drin hättest. Und vielleicht nicht in dem Maße, aber bei weitem nicht irgendwie in kritisch wenigen Mengen. Also tut mir leid, das ist wiederum auch so. Fertiggerichte sind nicht pauschal schlecht. Und Fertiggerichte haben auch nicht pauschal schlecht wenige Mikronährstoffe. Klar, verarbeitet ist nie cool und
meistens nicht besser als unverarbeitet, aber es schmeckt deutlich besser, es geht viel schneller und es ist nicht schlecht in irgendeiner Form. Also schlecht ist immer relativ und schlecht ist das bestimmt nicht. Ja, wie gesagt. Und zwar Alkohol. Alkohol ist nicht nur Gift für unseren Körper, wie wir immer spätestens am nächsten Tag merken, sondern Alkohol lässt auch unser Testosteronlevel sinken. Und dadurch können wir eben langsamer Muskeln aufbauen. Aber wie überall gilt, Freunde, die Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn sich jemand unheimlich gerne mal ein Gläschen Wein gönnt oder ein kleines Bierchen, dann glaube ich, kann das der Körper auch sehr gut wegstecken. Wenn es schon ein Cocktail sein soll, Freunde, dann holt euch lieber einen cleanen Proteinshake mit Mojito-Cocktail-Geschmack. Das ist nur so nebenbei erwähnt, mein absoluter Lieblingsgeschmack, wenn ich eben den Proteinshake mit Wasser trinke. Also wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr Muskel aufbauen wollt und als Ergänzung zur hoffentlich gesunden Ernährung Supplements braucht, dann findet ihr Europas günstigste Supplements unten in der Videobeschreibung. Jesus! Da springen wir mal drüber. Und zwar hierher. Sascha 10. Oh, Sascha 10. Nein. Ist so viel Süßes drin, da haben wir Zucker drin, dann isst man auch bewusst meistens etwas weniger, wenn man es schafft. Und bei Süßigkeiten sind eben 50 Gramm Zucker auf 100 Gramm keine Seltenheit. Das heißt, die Hälfte des Produktes ist reiner Zucker. Zum Beispiel haben wir hier 100 Gramm Twix und das sind 50 Gramm Zucker. Also checkt das mal aus, wie viel das eigentlich wirklich ist. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen, aber es ist so verdammt viel. Und dieser gesamte Zucker hier, Freunde, steckt in nur 4 Twix-Riegel. Aber man muss ehrlich sagen, ohne den Zucker sehen die Dinge extrem lecker aus, aber wenn ich das dann wieder ins Bild bringe, irgendwie nicht mehr so lecker. Lebensmittel Nummer 8 und zwar Dressings und Soßen. Die sind sehr oft mit sehr viel Zucker vollgepumpt, beziehungsweise auch mit Zusatzstoffen. Und sehr oft. Also vorweg, bei den letzten 3 Punkten stimme ich ihm auch absolut zu. Bei Süßigkeiten kann man sich halt sparen, weil in der Diät Süßigkeiten haben sehr viel Kalorien auf wenig Volumen, halt nicht satt. Dann haben wir noch den Alkohol. Ich trinke selbst keinen Alkohol, genau aus jeden Gründen. Macht dich einfach komplett fertig. Ist Gift für den Körper und dein Training am nächsten Tag ist dementsprechend. Und was hat er noch gesagt? Jetzt habe ich sie da vergessen. Süßigkeiten, Dressingssoßen. Ist natürlich auch selbsterklärend, muss nicht sein. Ich esse auch mein Reishähnchen Brokkoli immer ohne Soße, weil ich mir einfach da die Kalorien sparen will. Hier auch extrem viel Salz bzw. gesättigte Fettsäuren drin, also auch diese so gut es geht vermeiden. Und neues Lebensmittel und zwar Sonnen. Nochmal so eine Sache. Gesättigte Fettsäuren und Salz sind nicht per se schlecht. What? Also tut mir leid. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich glaube in Avocado oder in Nüssen sind auch wahnsinnig viele gesättigte Fettsäuren drin, in Olivenöl. Ich glaube, Olivenöl besteht nur aus gesättigten Fettsäuren oder so. Wiederum nichts recherchiert. Ich glaube, irgendwo nur mal was von der Art und Weise gehört zu haben. Auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. In Maßen. So. Und du brauchst deine ungesättigten, deine essentiellen Fettsäuren. Aber ungesättigte, also, ja genau, ungesättigte Fettsäuren, nee, gesättigte Fettsäuren, kommen wir schon ganz durcheinander, sind nicht schlecht. Ja, du brauchst nur die richtigen Fettsäuren, die dein Körper nicht herstellen kann und alles in einem gewissen Verhältnis, aber die sind nicht schlecht. Sonnenblumenöl führt sehr schnell zu einem schlechten Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Ein schlechtes Verhältnis von den beiden löst okay. Entzündungen aller Arten. Da das natürlich gesagt. Aber wiederum hier, ein schlechtes Verhältnis löst keine Entzündung aus. Die Entzündungen sind vorher schon vorhanden und werden nur nicht so gut in Schach gehalten durch die richtigen Fettsäuren, ja, weil Omega-3-Fettsäuren sind einfach entzündungshemmend, sagt man dann inflammatorisch und sagt man ihnen jedenfalls nach. Aber ein Verhältnis wirkt oder löst per se keine Entzündung aus. Jesus. Und andere Öle verwenden, Freunde. Ein kleiner Tipp dazu, viel zu viele von uns nehmen zu wenig Omega-3 zu sich, was wir eben im fettigen Fisch zum Beispiel finden. Also gönnt euch auch gerne öfter mal einen Fisch. Aber ich persönlich esse ja auch zu wenig Fisch, also nehme ich täglich zusätzlich Omega-3 zu mir. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung, nur so als kleiner Tipp. Und letzter und 10. Punkt, Freunde, und zwar Fast Food. Fast Food enthält nicht nur sehr viel ungesunde Fette, sondern auch zu viel Salz und Zucker. Viel zu wenig Mikronährstoffe und Ballaststoffe und dafür umso mehr Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir jetzt gerne eine... Gut, Leute. Ich switch einmal hier um. So, das war's mit diesem Video. Ich muss nochmal hier vorab sagen. Natürlich halte ich Sascha Huber nicht für einen Idioten und ich weiß auch, dass er Plan hat. Aber so ein paar Aussagen... die er jetzt sehr allgemein gehalten hat und wo er nicht mehr ins Detail gegangen ist beziehungsweise nicht gesagt hat, was wirklich dahinter steckt, finde ich dann schon bedenklich, vor allem wenn man bedenkt,
dass die Zielgruppe von Sascha Huber bestimmt auch ein bisschen jünger ist als jetzt von so anderen YouTubern. Dementsprechend, I don't know, muss man mal gucken. Ich halte dafür ein paar Sachen für aufklärungsbedürftig. Was ich auch jetzt in diesem Video getan habe, ja, ich möchte ihn nicht schlecht machen. Ich finde ihn super sympathisch, er ist ein cooler Typ. Bestimmt auch netty, hoffe ich. Und ja, dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst ein Dislike da und ja, viel Spaß beim Weiterstöbern durch meinen Kanal. Lasst ein Abo da und einen netten oder unnetten Kommentar. Am besten Feedback, würde mich immer freuen. Und ansonsten macht's gut, euer Julian. Ciao, ciao.